Liebe Grüße vom Trainingslager, das Torwarttraining geht jetzt los. Helge, was werden wir heute sehen da? Heute sind die Olympischen Spiele. Beim Torwarttraining eine Übung, wo es darum geht, immer Schritte hinter dem Ball zu machen, und durch die Ringe kann immer abgefälscht werden und dann auch noch die Reaktion dazu. Schauen wir mal, ob es uns gelingt. So lange hingehen bis auf Fenster. Nicht mehr bloß noch. Eieieiei. Helge, wo kommst du zu diesen ganzen Ideen? Ja, man schaut sich natürlich vieles an. Teils bei Freunden, bei Torwarttrainerkollegen, aber auch Kreativität braucht man heutzutage, dass die Jungs auch einen Spaß haben, dass immer wieder was Neues kommt. Und da simuliert man einfach ganz normal abgefälschte Bälle und sie müssen immer mit dem Schritt hinter dem Ball sein. Das Training ist ja jetzt nicht nur ein Training hier am Platz, sondern du schaust dir das ja auch nachher nochmal an, du analysierst ja alles. Natürlich schaut man sich die Videos an, die man macht, um Kleinigkeiten zu entdecken, um Kleinigkeiten im technischen Bereich zu entdecken, auch ob sie vorkommen oder nicht. Das gehen wir dann ab und zu durch, aber meistens ist es für mich, um auch die Trainings zu dokumentieren. Torwarttraining mit Helge Beyer, wie würdest du es mit drei Worten beschreiben? Einfallsreich, motivierend, lustig.